Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Staffel Oxygen Not Included. Das ist jetzt die offizielle zweite Staffel. In der ersten haben wir ja auch einmal neu angefangen. Das hoffe ich diesmal vermeiden zu können, wenn alles gut läuft. Ich habe ja gesagt, ich würde nochmal zurückkommen zu diesem Spiel, wenn ich denn ein bisschen mehr eigene Erfahrung gesammelt habe. Ja, am kurzen Abstand werdet ihr euch denken können, so viel Erfahrung habe ich da jetzt nicht gesammelt und ich will es mal auf den Punkt bringen, eigentlich überhaupt nicht. Und es wird also wieder Spielwiese für mich. Alles ist eine große Unbekannte. Das Rocketry-Upgrade ist raus, das heißt, man kann jetzt auch Raketen bauen, aber Leute, ganz ehrlich, ich bin froh, wenn ich erstmal im Inneren alles klarkriege, bevor wir dann irgendwann in die Oberfläche kommen und da dann auch noch eine Rakete bauen. Naja, es wäre zwar wünschenswert, aber ich würde mich jetzt nicht drauf verlassen. Und wir fangen natürlich neu an, auf einer neuen Karte, weil ich denke, die alte Kolonie, ja, ich will es mal so sagen, die hatte so ihre Problemchen. Wird die neue zwar auch haben, aber nichtsdestotrotz. Habt einfach Geduld mit mir. Ein neues Spiel. Und es gibt eine neue Möglichkeit zu spielen, und zwar einmal das klassische Survival. Und hier gibt es No Sweat, also richtig einfach eigentlich. Die Einstellungen sind, ich kann ja mal reingehen kurz, dann hat man hier ein starkes Immunsystem, optimistisches Gemüt, einfache Moralstress und weniger Hunger und ja, das ist halt dann No Sweat. Aber ich würde sagen, wir werden, hoppla, eigentlich ist das für mich so als Anfänger wahrscheinlich gar nicht schlecht, aber trotzdem, wir werden Survival machen. Man wächst ja mit den Herausforderungen und ja, beim Seed, ich hoffe, dass ich diesmal eine Karte erwische, die einigermaßen freundlich ist. Beim letzten Mal hatten wir ja, ich glaube, 3 oder 4 Schleimbiome komplett um uns herum. Eigentlich konnten wir uns nur so zu einer Seite so ein ganz kleines bisschen schmal wegbewegen. Ich hoffe, dass das diesmal nicht der Fall ist. Wir werden alles auf normal und regulär lassen und dann geht's auch schon los. Die Kolonisten suchen wir uns gleich natürlich noch ganz genau aus. Ich versuche da eine gute Auswahl zu treffen, basierend auf dem, was ich jetzt in den letzten beiden Durchgängen aus der ersten Staffel gelernt habe. Und ja, warum mache ich das eigentlich, werden sich einige fragen. Warum tue ich mir das jetzt schon wieder hier an, wo ich doch in der ersten Staffel so Probleme hatte? Auf euren Wunsch. Einige haben gesagt, ich solle nicht aufgeben und es einfach weitermachen. Und ja, irgendwie haben sie auch recht. Aufgeben ist nicht so mein Ding, hat mir auch nicht gefallen. Und deswegen, ne, machen wir das jetzt halt nochmal und versuchen besser zu werden. Ape, Ruby und Lindsay haben wir hier. Wir schauen mal kurz drüber. Wir müssen alle drei nehmen oder halt eben würfeln. Athletik ist ja nicht schlecht. Viehzucht, Fürsorge, Landwirtschaft, Stärke. Interessiert sich für Viehfarm. Da habe ich am Anfang noch überhaupt kein Interesse dran. Forschung und Kreativität plus 3. Das, Moment, das ist nicht das Problem. Lernen muss es dann sein. Forschung und Lernen passt gut zusammen. Viehzucht, Stärke, Athletik bauen, Innenausstatter, Flatulenzen. Ich mache mal weiter. Kunst, Graben und Bedienen. Nein. 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 Moment, das könnte, nee, ist auch nicht meins. Landwirtschaft, Versorgung und Graben. Ist immer total doof, dass man nicht mal was findet, was zusammenpasst. Kochen und Graben. Bauen und Graben. So, schaut mal. Das ist ein perfekter Gräber. Allerdings, muss man hier sagen, ist die Bewegungsgeschwindigkeit langsam. -40%. Das kann ich nicht akzeptieren. Graben, bedienen. Moment, bedienen korrespondiert mit... Womit korrespondiert das hier? Da. Beim Benutzen von Maschinen. Ich glaube, das ist das. So ein bisschen bedienen, ne? Basteln dann. Warum hat man es dann nicht auch hier
Naja, gut, ist halt wie es ist. Narkoleptisch finde ich okay, schläft halt öfter mal ein. Schraubenkasper bastelt gerne, deswegen hier die plus 3. Ich glaube, das ist einigermaßen okay. Bird, den lassen wir mal dabei. Gucken wir weiter, Ruby. Nudelarme, Stärke minus 3. Bedienen und Viehfarm, nee, da müssen wir auch weiterwürfen. Bedienen und Graben. Hat aber kein Graben. Da hat auch, also Graben haben wir jetzt auch eigentlich schon jemanden, der das gut machen kann. Hier sind natürlich, ne, das sind super Fähigkeiten hier. Bauerntölpel heißt, kann nicht forschen. Ja, ist natürlich das Lernen schon überflüssig. Betreuer, Fürsorge plus 3. Das ist, das würde ich fast nehmen. Ich glaube, die Camille ist mal so dabei. Und hier müssen wir nochmal, wir brauchen jetzt unbedingt, da, lernen brauche ich. Wir brauchen einen, der gut lernt und möglicherweise Forschung hat. Am besten beides zusammen. Denn Forschung möchte ich gerne ruckzuck haben. Wow, plus 6 lernen, graben und kochen. Naja, kochen brauchen wir auch jemanden, aber der, das Problem ist, dass das Kochen jemand machen sollte, der nicht auch forscht, weil das sind ja beides so Tätigkeiten, die viel Zeit in Anspruch nehmen. Ich muss mal gerade hier nochmal was schauen. Graben, versorgen, da haben wir gesagt, das ist okay. Hier haben wir auch nochmal graben, kein Bonus, aber plus 6 lernen, plus 240% Forschungsgeschwindigkeit. Hat zwar kein Interesse dran, aber das kann uns ja egal sein. Schneller Lerner, das ist wirklich wahnsinnig gut. Flatulenzen, naja, das ist dann halt so. Ich würde sagen, die drei sind in Ordnung. Wir geben direkt die Namen vor. So, und bei dem dritten Namen muss ich würfeln. Und ich mache da kurz eine Pause für, weil es eben auf die Liste schreibt. So, da sind wir wieder. Gewürfelt ist und es ist der Harlequin. So, dann können wir mit diesen Leuten starten. Name, ich bin diesmal unkreativ und werde was Fertiges nehmen. Crew ist ein bisschen einfach. Space Camp. Lucky Gang. Oh ja, die Lucky Gang. Das hört sich gut an. Auf geht's. Und da sind wir. Jetzt werfe ich einen allerersten ganz schnellen Blick auf die Kolonie. Oder auf die Umgebung. Wir haben viel Wasser. Ich kann noch keinen Schleim entdecken. Das ist am Anfang aber eh schwer zu sehen, weil man erstmal ein bisschen weiter raus muss. Hier sind viele Algen. Hier ist ordentlich Kupfer. Fast ein bisschen weniger. Ja, gut, da ist noch was, aber da haben wir halt das ganze Wasser. Ich würde sagen, wir spielen diese Karte. Da ist direkt Schleim. Und das ist nicht schön, dass der Schleim da ist, denn das ist eigentlich... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja gut, das mit den Temperaturen, das ist so. Das haben wir nochmal immer ein Problem, dass die Zonen drumherum ein bisschen wärmer sind. Allerdings hoffe ich, dass wir irgendwo ein Kaltbiom in der Nähe haben und das nicht so weit weg ist. Gut, wir werden es einfach so spielen. Geben wir zuerst den Auftrag, ein bisschen zu graben. Und ich muss jetzt doch nochmal eben schauen. Nach der Temperatur. Ja genau, das ist genau die Grenze hier. Wir graben bis hier und bis... Nanu. Und bis... Ich würde es eigentlich gerne gleichförmig machen. Obwohl, muss nicht zwingend sein. Naja, wenn, dann machen wir es auch gleich in der richtigen Höhe. Wir graben jetzt bis 4 aus, und zwar bis hierhin. Jetzt muss ich mal kurz schauen, da unten ist schon ein bisschen wärmer, aber da können wir eine Wand dran setzen, aber da unten waren die Keime. Das heißt, da müssen wir einen Abstand von haben. Wir können nicht direkt hier dran bauen, das ist der Schleim, deswegen ist hier die Grenze für uns. Hier verläuft unsere Außenwand. Das heißt, wir dürfen nur... ...nur bis da graben. Und dann die Wand hier runterlaufen lassen. Später,
mit dem Schleim umgehen können, ist das alles egal. Aber für den Anfang halt eben nicht. So, Tipp-Duplikantenbewegung, ja, danke. Kolonie-Management, Graben-Tool, ja, danke, hoppla. Und ja, WASD, das wissen wir auch. Kolonie benötigt Toiletten, das sollten wir in der Tat nicht ganz so lange mit warten. Würde ich dann gerne direkt hier an die Seite setzen. Geben wir erstmal ein bisschen Gas hier. Und wir werden versuchen, maximal 5 Duplikanten so für den Anfang. Nicht viel mehr. So. Okay. Jetzt geht's da drüben weiter. Und die Toilette. Kommt dann hier ganz an den Rand. Wenn ich das nicht mit dem Graben da gemacht hätte, dann könnte ich es jetzt. Nein, ich kann sie noch nicht setzen. Wieso kann ich denn die Toilette nicht setzen? Nanu? Na, jetzt geht es. Das ist ja merkwürdig. Okay, Toilette. Und direkt auch das... Ja, das können wir noch nicht, aber... Den Kompost, den können wir auch noch nicht. Wir bauen als erstes den Forschungstisch. So, die Forschungsstation, besser gesagt. Die kommt hier hin. Nee, warte mal. Abbrechen funktioniert nicht. Was ist denn los, Mensch? Jetzt. Es hakelt irgendwie ein bisschen bei mir. Ich weiß nicht, woran es liegt. Forschungsstation bauen dort. Dann brauchen wir natürlich Strom. Das heißt, es gibt eine Batterie. Und es gibt ein Hamsterrad. Und die entsprechenden Kabel. Wenn wir da schon bei sind, müssen wir hier auch Ziegel hinsetzen. Gut, dann brauchen wir den Mikrobenmatscher. Der kommt hier hin. Jetzt noch überlegt, ob ich direkt 2 baue, aber ich glaube nein. So, und da das Forschungstischlein schon steht, gibt es auch direkt die erste Forschung. Und da wird hier das Algenterrarium und der Kompost und die Pflanzenkiste natürlich die erste Forschungsaufgabe für uns sein. So, Essenszeit. Toilette ist da. Ja, das mit dem Wasser, da würde ich am liebsten ein Becken von machen. Da oben ist auch noch ein bisschen Wasser. Ist interessant, das ist das erste Mal, dass wir starten und wir Wasser über uns haben. Da, also, das ist jetzt nicht schlimm. Ganz im Gegenteil, finde ich in Ordnung. Es ist halt nur das erste Mal. So. Deswegen dachte ich, ich weise mal darauf hin. So, jetzt müssen wir mal eben schauen. Wir haben hier ausgehend von der Stelz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, das ist doch schon mal gut. Das ist aber schon mal synchron. Das heißt aber, wir haben auch keine richtige Mitte. Denn dazu müssten wir an einer Seite noch ein bisschen länger werden. Und ich entscheide mich dazu, hier einen länger zu werden. Ja, da müssen wir erst die Pflanze für wegnehmen. Aber entwurzeln, wir können auch hier die Dornensträuche entwurzeln schon. Und hier stellen wir gleich eine Aufgabe rein. Und zwar gibt es erstmal Matschriegel.
So, hier kommt die zweite Toilette hin. Und dann kommt erst der Waschzuber. Und selbstverständlich brauchen wir dann jetzt auch langsam Zugang zum Wasser. Das heißt, wir können uns schon mal Gedanken machen, wie wir das am besten machen. Ich habe gesagt, ich möchte einen nach rechts, nee, nach links raus. Dann haben wir hier unsere Leiter nach unten. Ich möchte bei dem groben Plan bleiben, den wir bisher auch hatten. Jetzt muss ich mal eben zählen. 1, 2, 3, 4. Boden. 1, 2, 3, 4. Boden. Okay. Ist soweit in Ordnung für mich. Dann würde ich tatsächlich sagen, damit nichts ins Wasser gerät, bauen wir hier erst einmal unseren, also ein Ende hin. Und dann werden wir hier auf dieser Seite ins Wasser gehen. Mit einer Pumpe. Na. Moment. Hab's gleich. Wie war der nochmal drehen? Wieso kriege ich denn das Ding jetzt nicht gedreht? Handpumpe. Also irgendwie ist gerade der Wurm drin. Ich drücke das O und es dreht sich nicht. Und O war meines Wissens zum Drehen da. Oder ich vertue mich gerade fürchterlich. So. Jetzt war sie erstmal rein. Wie ich sehe, ist die Forschung schon fertig. Algenterrarium, Kompost, Pflanzenkiste und Rationsbox. Keim und Krankheiten, Wasser sammeln. Danke, danke. Und das nächste Forschungsprojekt ist... Ich möchte kurz schauen. Batterieschalter, Kabelbrücke. Fortschrittliche Forschung brauchen wir natürlich bald. Da ist der Stellenmarkt, der ist auch wichtig. Rohrbrücke. Lüftung, Innenausstattung ist alles wichtig. Wir nehmen die Sanitärtechnik. So, was ist hier los? Zu wenig Wasser. Ja, das müssen sie jetzt erst gleich holen. Ich finde das eigentlich ganz doof. Dass das Wasser da so mittendrin ist, aber naja. Ist jetzt halt so. Forschung ist schon fertig. Mein Gott, das geht ja wirklich wahnsinnig schnell. Also Rohrbrücke, Rohr, Flüssigkeitspumpe und Auslauf, so die wichtigsten Sachen für den Start. Lüftung brauchen wir meines Erachtens noch nicht. Die Filtration und die Luftsysteme auch noch nicht. Hygiene. Für die bessere Toilette könnten wir natürlich direkt hier dran anschließen. Da möchte ich aber eigentlich erst die größeren Batterien haben.
Und jetzt müssen wir ein bisschen mit Prius anfangen. Das hier soll zuerst. Damit wir ans Wasser kommen. Und da die Toilette momentan nicht funktioniert, sehe ich gerade, müssen wir das auch kurz auf 9 setzen, damit das hier ganz schnell wieder fertig gebaut wird. Ist sogar eigentlich noch wichtiger als die Pumpe. Die Träume von Toiletten. Es wird also wirklich höchste Zeit. Jetzt wird erstmal auf 7. Damit erst der Boden hier fertig gemacht wird. Toilette ist wieder betriebsbereit. Genau, Harlekin, mal bitte schnell zur Toilette. Weil bevor... Genau. Weil er hier steht und ich habe einfach Angst, dass es dann ins Wasser läuft hier. Deswegen ist das ganz wichtig gewesen. So. So, Forschung. Was ist denn los? Habe ich die nicht gestartet? Zu wenig Ressourcen. Oh, keine Erde da. Naja, gut, okay, die liegt hier nur rum. Müssen wir eigentlich nur einsammeln. Sandstein. Kohle haben wir da schon. Da ist Erde. Ist auch noch jede Menge Erde. Kein Problem. So, wie sieht's hier aus? Ich werde nochmal welche dazu packen, damit auch immer genug Matschriegel für den Anfang zumindest da sind. Wir bauen die Pflanzboxen direkt hier drunter gleich. So der Plan. Fehlt uns nährstoffreiche Erde. Okay, wo kriegen wir nährstoffreiche Erde her? Nein, das ist diese hier, okay. Haben wir vielleicht gerade tatsächlich ein bisschen wenig, wie es aussieht. Hier wäre jede Menge. Hier ist aber auch welche. Von daher ist es okay, wenn sie hier erstmal reinbuddeln. Das geht schon. Gut, da wäre der nächste Duplikant. Den würde ich jetzt auch tatsächlich aussuchen. Denn ein vierter Mann jetzt oder eine Frau macht auf jeden Fall Sinn. Wir gucken mal, was uns angeboten wird. Bedienen und reinigen, Mundatmer und unkultiviert. Unkultiviert, kein, hat einfach kein Gespür für Kunst. Das ist tatsächlich eine positive Sache, weil Dekoration dann schöner wahrgenommen wird. Dem ist halt im Grunde egal, was da hängt. Hauptsache, da hängt was. Mundatmer heißt, mehr Sauerstoff wird verbraucht. Gastrophobie, unkultiviert, Forschung haben. Lernen, und jetzt haben wir auch einen, der sogar Interesse dran hat. Naja. Graben, Maulwurfshände, das ist natürlich hervorragend. Außerdem kochen, plus 3 und kochen. Ui. Ui, das ist gut. Das gefällt mir tatsächlich sogar sehr gut. Würde ich den anderen beiden vorziehen. Einmal würfeln. So, 5. Das ist der Pü. Herzlich willkommen. So. Nehmen wir.
drucken. Euer Freund, die anderen sind glücklich. Und da ist der Pü. Genau, erstmal mit dem Harlekin quatschen. Und dann ab an die Arbeit. Ist jetzt am Anfang noch nicht ganz so wichtig, dass wir den Stellenmarkt haben, weil wir im Moment noch nicht das Bedürfnis haben, hier in diesen besseren Stein reinzugehen. Und Forschung läuft auch noch so. Ist also alles gut. Erstmal gucken, dass wir eine kleine grundlegende Basis haben, würde ich diesen Bereich hier ansehen für. Hier kommen die ersten Quartiere rein. Vielleicht auch auf der linken Seite, weiß ich noch nicht. Hier kommen die ersten Pflanzen rein. Und dann sehen wir weiter. Wasser haben wir schon mal. Nahrungsmittel. Sicherheit. Ja, danke schön. Sauerstoffproduktion. Wir können mal einen Blick drauf werfen. Ich glaube, das ist noch in Ordnung. Wir müssen noch kein Algenterrarium aufstellen. Hier unten ist sicherlich dann das erste, wenn wir eins aufstellen. Aber noch geht das so. Gut, liebe Zuschauer, Freunde, dann beende ich hier diese Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Es ist natürlich in der ersten Folge immer so ein bisschen, ne, Basics. Das ist wahrscheinlich für viele langweilig. Aber gut, vielleicht auch nicht. Und ich hoffe, dass der eine oder andere trotzdem was Interessantes rausziehen konnte. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Dann wird's spannender. Dann geht's weiter hier in unserer Kolonie. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Bis dann, euer Doc. Ciao.